Meine doofe Frage, für die, die das Spiel jetzt kennen, bekomme ich da noch ein Item für oder müsste das jetzt in meinem vollkommenen Ermessen liegen, dass ich dorthin komme? Weil zielen kann ich auch nicht. No, meine Pistole funktioniert von hier auch aus. Von hier aus auch nicht. Ich glaube halt wirklich, dass das irgendwie etwas ist, was ich erst später machen kann. Ja, du bekommst ein Item. Okay. Okay, dann versuche ich das nicht erst weiter. Oh Gott, da wäre ich jetzt auch noch mal fast runtergefallen. So, die Tür kriege ich jetzt auf. Vielleicht kriege ich das Item jetzt genau hinter dieser Tür. Oh. We in Hogwarts now, Wendeltreppe. Ich finde halt die Statuen alle echt hübsch. Im Allgemeinen ist das Gebiet hier sehr hübsch. Das ist unlucky. In die Truhe komme ich auch noch nicht ran. Oder ich muss da irgendwas klug machen. Aber klug und ich sind... Ach Gottchen. Schreib mich doch bitte nicht immer so, Bub. Ja, okay, er wirft mich hier halt rüber. Oh, hallo Gegner. Weißt du, oh, es ist gefährlich. Ich komme mit. Au. Der Gehilfe. So, Gehilfe erledigt. Ich könnte hier immer runter, ne? Ja. Und da hoch. Oder auch ich anders machen. Und zwar richtig. No! Es ist ja close. Warte, muss ich von hier aus da ranspringen? Das ist jetzt fies. So nah und doch so fern. Okay, da komme ich also anscheinend auch noch nicht hoch. Oder das ist der Rückweg. Oder ein Rückweg. Fastball Special, das Spiel hat alles. Die Verlieskarte. Sehr schön. Wie komme ich jetzt wieder hoch da? Ist jetzt hier eine Art Boss. Achso, hier. Oh. Hallo. Ich kenne dich aus dem ersten Teil. Warum steht da Default dran? Das hat mich jetzt sehr erschrocken. Todesgriff. Mit der Todesgrifffähigkeit kann Tod bestimmte Ziele in großer Entfernung greifen. Er nutzt dies zu seinem Vorteil, indem er entweder sich selbst zu großen Zielen hinzieht oder kleine Objekte zu sich hinzieht. Sagt dir das was oder sagt dir das? Das sagt mir halt gar nichts. Das sagt mir ja nichts. Nun, yay! Ich hab Leuchterhand. Leuchterhand-Syndrom. Kann ich mich... Nee, damit kann ich mich da nicht langziehen. Wie soll ich denn da hinkommen? Enterhaken? Enterhaken, sag mir was. Wie auch immer ich da hochkommen soll. Ach, dann ist ja höchstwahrscheinlich irgendwie eine Seite oder sowas, an die ich ja später rankommen sollte.
Nun denn. Muss ich jetzt den... Ich muss den Kram... Ah, so. Ah, ist ein Trip, das oft im Zusammenhang mit Wolverine verwendet wurde. Er wird von einem der großen Typen aufgenommen und ein Gegner geworden. Achso. Okay. Das klingt gut. Das klingt auch so nach so einer Sache, die Wolverine definitiv mögen würde. Lass mich mal fallen. Okay. Keine kluge Idee, sich fallen zu lassen. Geklärt. Oh, das habe ich noch weiter in der Hand. So, aber jetzt komme ich auch an den Enterhaken ran. An den Enterhakenpunkt. So, einmal ganz kurz den Lebenspot nutzen. Weil ich zufälliger. Ich habe vielleicht oder vielleicht auch nicht von Gegnern aufs Gesicht bekommen. Du kommst jetzt an die Kiste ran, genau. So, wupp. Da, in dunkler Lava. Ich glaube, meine Comic-Nerd-Seite zeigt sich. Finde ich cool. Halt den Mund, Bub. Bub. Oh, das würde Sinn ergeben. Ne, Bub, geworfen werden, Fastball-Special. Ah, oh, das ist eine sehr tiefgründige und wunderschöne... oder ein sehr tiefgründiger und echt guter Witz. Ach, muss ich jetzt... Oh Gott. Lieber Faith! Nun, gut. Stylischer Weg zurück. Kostenfreie Osti. We are Nero now? Nero? What? Kostenfreie Osti? Vielen lieben Dank, Chucky. Folge mir! Ja, ich folge dir. Wo musste ich jetzt lang? Achso, ich habe hier eine Doppelsense mit Durchschlagschaden, ne? Dann kann ich die, Achso, die hat... Also ich sollte vielleicht erstmal schauen. Warte, ich habe jetzt die besessene Glefe momentan. Die hat Feuerschaden, die hat Eisschaden. Du hast gar keinen Schaden, ne? Feuerschaden auf dir wäre, glaube ich, ganz cool. Dann gebe ich dir einmal ganz kurz die Axt des Feuers. Ah, sie hat Inferno-Schaden. Chance auf kritischen Schaden. Nehme ich Crit-Schaden mit. Weniger Erfahrung, kritischer Schaden hoch, Kraft hoch. Was trage ich momentan? Das hier, ne? Ja, weniger Erfahrung ist jetzt nicht so schlimm. Diese Speedrun-Tricks. Das kann ich alles verfüttern. Ja, die 5% Erfahrung sind jetzt auch ja so vernachlässigbar. Guck mal, das wäre Gesundheit. Tja, komm, Gesundheit und so beim Exekutieren brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kritischer Schaden geht hoch. Chance auf kritischer Schaden geht runter. Ja, Chance. Gesundheit beim Exekutieren. Gelehrten-Talisman. Wird halt Erfahrung, Zorn kosten. Nee, den ganzen Kram kann ich dann verfüttern. Ja. Iss, meine Sense. Iss und werd stark. Schockschaden. Ich meine, ich könnte ihr Durchschlagschaden oder Chance auf Crits geben, aber den Schockschaden einfach zu verbessern, warum nicht? Ich opfern. So, kritischer Schaden hast du. Zack. Ich hätte halt weniger Lust, würde sie anfangen, irgendwie sowas wie Verteidigung wieder drauf zu bekommen. So. Verteidigung kriegt es trotzdem angeboten. Ja, verbessere ich nochmal den kritischen Schaden. Und, oh Gottchen. Das ist eine Menge. Vielleicht nochmal Magie drauf oder sowas.
Chance, Gesundheit. Ja, dadurch, dass ich halt viel mit, also mit den Ghoulen arbeite. Achso, jetzt darf ich den hier auch nicht mehr verbessern. Jetzt ist sie aber im Schaden besser als die wilde Sense, die ich hier habe. So, und dann habe ich hier noch die besessene Glefe und die kann ich jetzt auch einfach mal... Das wollte ich jetzt nicht drücken. Verbessern. Und der kann ich jetzt einfach hier die wilde Sense geben. Dass ich halt eine Sache nehmen muss, finde ich ein bisschen schade. Hätte ich der vielleicht nicht die zuerst geben sollen. Nein, goddammit. Verbessern, so rum. Verteidigung, Magie. Komm, ich gebe dir dann erstmal schon mal irgendwas mit Magie rein. Dass ich das nehmen kann. Kritischer Magieschaden, nehme ich Magie einfach mit. Nein! Werde ich direkt immer zu Yoda. So, jetzt ist die quasi so mit einer der besten Waffen, die ich habe. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Asche fliegt erstmal in die andere Richtung. Sollte ich vielleicht an Asche folgen? Ich folge mal Asche. Und behaupte, der Vogel weiß, was er tut. Oder er fliegt hier einfach nur hin, weil er kann. Weil eigentlich dürfte hier nichts mehr sein, oder? Zeig mir den Weg. Nö, Asche möchte... Was? Zeig mir den Weg, Asche so, ne, frag mich morgen nochmal. Steig auf, Reiter. Ja, bitte. Ich glaube, ich muss hier später nochmal in den Raum hinein. Keine Ahnung. Egal. Ich gehe jetzt dorthin, wo Dingens mich haben wollte. Boop. Ach, guck mal. Folge mir. So, weil jetzt kann ich... Da kann ich auf jeden Fall noch nicht rein. Ach, da sind jetzt Gegner. Ach stimmt, jetzt kann ich das Ding zum Explodieren bringen. Also den Hebel. Versuch nicht davon zu laufen. Oh, RIP. Unmöglich. Ich kann nicht. Achso, er redet wieder über Pots. Unmöglich. 2 HP. Bup. Trifft das? Ja. Schrecklicher Wurf, aber es hat ja getroffen. Oh, yeses. Okay, da war Boop im Weg. Wer halt jetzt nicht... Hä? Warum ziehst du dich zu Boop ran? Muss ich dafür... Ich ignoriere den Haken einfach mal. So. Keine Ahnung, was jetzt gerade mit Tod los ist. Achso, jetzt vielleicht. Ah, okay. Das, meine Damen und Herren, war gerade Dropbox, die sich so dachte, lol, ich kann nerven. So, einmal hier runterlassen. Und ich kümmere mich mal ganz dadurch. Warum jetzt auch unbedingt nach, weißt du, in dem Livestream, auch beim letzten Mal schon. So, ich kümmere mich da mal ganz kurz drum. So, ja, nervt alle nicht. So, danke. So, und jetzt wieder ins Spiel rein. Hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht wieder ab, oder der Sound.
Das war bei dir und nicht bei mir. Ja, Entschuldigung, das war bei mir. War bei mir. Alles gut. Hätte ich vielleicht vorher warnen sollen. Also jetzt kann ich hier einmal hochklettern, ne? Achso, ich könnte auch theoretisch, ne? Das war knapp. Ich meine, easy. So, ist hier irgendwie noch... Ne, eine Truhe oder sowas war jetzt hier nicht versteckt. Das ist ein großer, runder Raum. Das bedeutet eigentlich immer Ärger. Das ist ein großer, runder Fahrstuhlraum. Das bedeutet eigentlich noch mehr Ärger. Oh, ich dachte jetzt, wir gehen hoch. Nur gut, viel Platz nach oben war nicht mehr zu holen. Quietsch, quietsch, quietsch. Ich würde einem Metallfahrstuhl in einem Vulkan eher weniger vertrauen wollen, um ganz ehrlich zu sein. So, da war eine Vase. Noch zwei weitere Vasen. Ist doch sympathisch. Oh Gott, ist der Dungeon groß. Hey, hier ist einer dieser Steine. Darin ruht die Seele eines großartigen Erschaffers. Finde einen Weg, ihn herunterzubringen. Dann werde ich ihn tragen. Spring an Bord! Also, er doch mitten im Dialog. Spring an Bord! Okay, das. Also ist das Verderben auch hier an der Lava rumdüstert. Ist schon beeindruckend. $10, dass du drei finden musst. Sorry, das habe ich leider schon herausgefunden. Ich habe schon Steine geworfen. Ja, halt den Mund. Ich bin halt fett. So. Es macht keinen Unterschied, ob die Steine so groß waren wie drei Wolkenkratzer oder nicht. Ich bin dick. So. Könnte ich theoretisch. Ich könnte versuchen, da dran zu springen, ne? Könnte hier auch einfach mich rüber, ne? Dann einmal. What? Was? Was sollte denn jetzt der Müll? Halt, stopp, nochmal. Ich glaube, ich habe deine Spielmechanik nicht verstanden. Ah, oh. Ja, ich habe sie nicht verstanden gehabt. Gut. Schon in Ordnung. Ich hab dich. Achso, was bringt mir das jetzt? Was hat mir das jetzt effektiv gebracht? Achso. Achso, oh shoot. Das kriege ich doch niemals hin. Wie lange kann ich mich an dem Haken festhalten? Gar nicht. Ich fall runter. Okay, haben wir das geklärt. So, jetzt aber. Ich kann nicht. Kann ich mich da einfach jetzt an die Wand drüber springen lassen? Nein. Schade. Wo werde ich jetzt wieder geholt? Hier, schade. So viel schade einfach. Nur alles schade Schokolade. Nein, ich... jetzt, nachdem ich den ersten nochmal gespielt habe, gefällt mir der dritte sogar einen Ticken besser. Ich habe ja den dritten noch nicht gespielt. Was zu... Ich... aber ich muss gestehen, der zweite gefällt mir halt doch schon deutlich besser als der erste. Also einfach dadurch, dass wir halt Farbe haben in diesem Spiel. Ja, ich hangel mich jetzt wieder rüber. Upp. Oh. Oh, dafür. Frage ist, okay. Wenn da oben irgendwo hängt, dann wirft er mich automatisch, oder dann hangel ich mich automatisch daran weiter.
Frevler. Mein, ich... Oh Gott, das war knapp. Ich kann persönlich verstehen, wenn man sagt, ich finde den ersten besser. Der erste spielt sich halt definitiv anders. Der erste ist halt eher so Hack'n'Slay, während der hier halt doch RPG-Elemente hat. Und wenn die RPG-Elemente wenig für einen sind, dann kann ich nachvollziehen, dass man sagt, ah, ich finde den jetzt aber nicht so toll. So, dich kann ich nicht mehr verbessern. Wilder Faustschild des Feuers. Ich habe hier noch eine Waffe, die ich füttern kann. Ne, ich persönlich finde jetzt die RPG-Elemente nämlich überhaupt nicht schlimm. Aber wie gesagt, wenn jemand halt nichts mit RPGs anfangen kann, ist das nicht sein Spiel. Auch wenn es jetzt eher so ein Light-RPG ist. So, das wäre sicherer Tod gewesen. Will ich jetzt hier runter? Kann ich mich... Achso, Wandlauf. Das wäre ein Recht, das ein Skillsystem zu haben, um jetzt RPG zu zählen. Es geht nicht um das Skillsystem per se. Ne, du hast hier eine andere Art von Stats. Ne, du hast hier einfach im Allgemeinen mehr Stats. Ne, hier Hauptwaffe, Zweitwaffe und so weiter, was das alles an Schaden verursacht. Dann, dass du die Möglichkeit hast, einige Arten von Waffen zu verbessern. Ne, ist ja auch RPG-lastig. Dann hast du hier mehr Aufgaben. Ne, wenn du das jetzt zum Beispiel mit dem ersten Teil Second Slay meins vergleichst, hieß es, geh zu Dungeon X, hol Item A. Repeat, während du hier halt aktiv unterschiedliche Sachen hast, die du machen kannst, also quasi ein Questblock. Dementsprechend, ja. Das zählt halt alles mit so RPG. Man hat null Rollenspielanteil. Also Dialogauswahl. Ja, das ist wahr. Aber es gibt ja auch Spiele, die als RPG bezeichnet werden und bei denen Dialogauswahl quasi nichts einen Unterschied macht. Zum Beispiel Skyrim. Und das zählt auch als RPG. Du kannst halt die Story dementsprechend ändern, dass du den Leuten halt nicht hilfst. So. Damit durch aktives Nichtstun nimmst du ja auch einen Einfluss auf aufs Spiel. Das darf man ja nicht vergessen. Wenngleich es halt quasi gegen den Spieler ist. So an sich, ne? Komm ich hier durch? Nee. Ich hoffe einfach mal, dass da irgendwie nicht ein Item liegt, was ich haben möchte. Also du hast eine Auswahl quasi. Du hast die Auswahl, nichts zu tun. Aber nur Nebenquests hier. Ja, gut. Aber wie gesagt, nimm mal Skyrim als Beispiel oder aber Final Fantasy. In welchem Final Fantasy Spiel oder in wie vielen Final Fantasy Spielen kannst du aktiv das Ende der Geschichte beeinflussen? Zum Beispiel in 10 oder in 12 kannst du es nicht. Upsa. Er hat sich schon richtig ausgerichtet. Wie gesagt, es ist halt ein RPG, auch wenn man es jetzt persönlich eher weniger mag oder nicht. Final Fantasy ist ein Visual Novel mit Actionanteil. Final Fantasy ist ein JRPG, Japanese Role-Playing Game. Das ist so definiert. Ob die Definition einem persönlich gefällt oder nicht, sei mal aus der Frage gestellt. Gut, ich kümmere mich darum. Setzen wir diesen Stein sinnvoll ein. Weißt du, es ist die Seele eines Erschaffers und tut einfach so, ah, stirb! Wir ihn zum Wächter. Okay, muss ich... bitte lass mich dich jetzt nicht beschützen müssen. Feuer und Wasser, ja! Ja, ja, Feuer und Wasser. Ist mir schon klar, ich sehe halt nicht wirklich den Roleplay in den Titeln.
sind ja auch immer weniger Spieler, die aktiv da wirklich das Role oder die aktiv dessen Hauptstory aktiv geschrieben werden, umgeschrieben werden kann als Spieler. So hab ich den Trend zumindest mitbekommen. Wäre alles ein RPG, das ist falsch. Jetzt haut auch einfach noch mit dem Stein auf die Gegner. Ich werde nimmer. Ausweichkonter. Wenn Tod einen gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, verlangert seine Reaper-Gestalt kurzzeitig auf einen Gegenangriff zu starten. Knapp 10 Stunden das Spiel gespielt, zum ersten Mal ein Ausweichkonter ausgeführt. Das sagt viel über mein spielerisches Können aus, nicht wahr? Ich sehe jetzt aber auch gerade gar nichts. Au. Ich glaube, ich habe Schaden bekommen. Warum kommen hier eigentlich immer mehr Gegner, ist jetzt so die Frage. Was habe ich jetzt Böses angestellt? Gott, Bub, du bist halt so groß, du nimmst 5 Kilo meines Bildschirms ein. Doch Ende des Tutorials. Waren das jetzt alle? Irgendwie Monster kloppen. Das war ein nettes Aufwärmen. Monster kloppen gibt halt doch nicht so viel Erfahrung, ne? Im Allgemeinen. Wenn man das jetzt mit anderen Spielen wenn man es jetzt mit den Quests vergleicht, die man macht. Wobei da die Geschichte, wurde mir schon erzählt, dass das Hauptlevel quasi, oder das Max-Level im ersten Playthrough Level 20 ist, dementsprechend. Kann ich verstehen. Oh, wir haben für ein bisschen Lava hier gesorgt. Nun. Der alte Stein erwacht. Was mit den Holzgerüsten jetzt hier waren? Fucking Holzgerüste. Das Holzgerüst war halt einfach mal aus Monster Hunter World. Ich bin dann mal hier drüben, ne? Tschüss, Bub. Danke fürs Rumwerfen. Was macht ihr da für Kram? Ah cool, die Zeit ist angehalten. So. Darum gekümmert. Tja, Holzgerüste. Dass das Holzgerüst aber doch so lange gestanden hat, hat mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, du. So. Haha. Frage, warte, ich sehe die Map. Achso, ich sollte vielleicht doch lieber die andere Seite mal ganz kurz abchecken. Ob ich ihm die Tür oder die erste Zwischentür öffnen kann. Oder ob ich das tun sollte. Ne, quasi die Tür, aus der Gegner rausgekommen sind. Upsi, da war ich noch nicht auf dem Boden. Ich warte. Hallo, warte. Ah, okay. Ich bin bereit. Ich will nochmal den anderen Weg entlang gehen.